Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei FIFA 19. Es geht weiter gegen Hertha BSC Berlin und unsere Mannschaft steht schon in den Startlöchern, konnte sich recht gut erholen und muss deswegen nicht unbedingt ausgetauscht werden. Wir sehen da einige Spieler haben die Power nicht ganz auf 100%, aber wir werden so in der Konstellation erstmal mit dem Spiel beginnen. Es regnet wieder einmal heute auch, so wie es aussieht, aber das hat uns beim letzten Mal ja auch nicht gestört. Und guck jetzt, hier kann man ja sogar Zweikampf gewinnen. Ja, unvorbeigelaufen. Ja, aber es ist auch mal ganz gut, hier einen Zweikampf zu üben. Ach guck, wenn ich dann rechtzeitig da bin, muss ich ja nur gucken. Ja gut, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, das Training hier. Aber leider sind die im Spiel immer schneller als hier im Training. Begeistert uns der Topscorer also. Auch heute wieder. Wir werden es herausfinden. Das sollten Sie sich nicht ergehen lassen. Bleiben Sie dran. In Kürze. Ja, tatsächlich, man kann da durch diese Trainingseinheiten das Spiel auch ganz gut kennenlernen. Willkommen zu Hause zum heutigen Spiel. Vielleicht auch hilfreich. Bei dem Wetter wahrscheinlich die beste Entscheidung, die Wohnung nicht zu verlassen. Es regnet in Strömen. Für den einen oder anderen. Da schauen wir mal, wie die Spieler mit diesen Wassermassen auf dem Rasen zurechtkommen. In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen Hertha BSC. Heute bekommen wir also Ihren neuen Stürmer zum ersten Mal in Aktion zu sehen. Richtig, Wolf. Und mal sehen, ob er die sehr hohen Erwartungen an ihn auch gleich in der ersten Partie erfüllen kann. Was sagst du zur heutigen Heimelf, Buschi? Der Start in die noch junge Saison lief für sie sogar besser als erwartet. Im Moment schaut das nach mehr als nur einem Platz im Mittelfeld aus. Ich bin mal gespannt, ob sie das halten können. Und da haben wir sie. Die Startaufstellung. Max Kruse! Oh, schade. Schade, schade. Also, das Spiel, dieser Spiel von außen, das war natürlich recht gut. Oh, Mann. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Und Kruse. Egestein. Lecky. Okay, das Ding haben wir erstmal. Schönes Zuspiel. Ja, das gehen wir ab durch die Mitte, würde ich sagen. Kruse! Jawohl! Das haben wir locker gemacht hier. Ganz klasse! Also, Zuspiel einfach ganz schnell, effektiv durch die Mitte. Das hätte ich nicht erwartet. Und dann hat er die Power da. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Und da schippt das Ding da so rein. So, da hätten wir also 1:0 nach 15 Minuten. Schälbrett. Rickig. Lustenberger. Darida. Milos Veljkovic. Eggestein. Oh, Eggestein. Jetzt sind sie am Ball. Kalu. Klasse so. Aktion, Ball ist weg. Da müssen sie aufpassen jetzt. Da wäre Platz für den Konter. Keins. Ja, schade, keins. Sie verlieren den Ball. Schade, das war eine gute Kontermöglichkeit. Jetzt müssen sie aufpassen. Da können sie erstmal klären. Ah, schade, das war jetzt wieder. Da muss man mit einem sicheren Pass vielleicht die Situation klären und nicht mit Flanken versuchen, aber es war eine Idee, um vielleicht mal schnell nach vorne wieder zu kommen. Kalu schießt vorbei. Vorbei. 27. Minute. Es geht weiter. Wir müssen da jetzt ein bisschen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Den Ball spielt er gut. Ah, schade. Das ist sein Spiel immer abseits. Auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Schälbrett.
Ja, das war ja mal ganz einfach, ne? Auf außen ist jetzt Platz. Und ich glaube, wir haben vielleicht noch ein bisschen mit abgefälscht. Das ist eine Möglichkeit. Klassen. Schöner Pass. Er macht das Spiel schnell. Er zieht ab. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Okay. Na ja, gut. Klassen. Schussversuch. Ah, oh, schade. Den Ball hat er sicher. Lustenberger. Darida. Da ärgern sie sich. Ballverlust. So, ein bisschen Platz haben wir aber ja auch hier und Und Kruse. Keins. 2 Minuten werden nachgespielt. Egelstein. Osako. Ja, oh, Osako. Gutes Technik. Schellbrett. Lustenberger. Zur Pause ja, 1-0. Der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Die große Frage wird sein, und damit hat der neue Mann jetzt, wie wir es in der zweiten Halbzeit noch hinkriegen können. Es ist natürlich ein gutes Tor gewesen. Dann haben wir gebraucht, oder wir haben wieder dann nicht so viel am Ende erledigen können. Wir haben das Spiel sehr gut im Griff, würde ich sagen. Auch das, jetzt kann's weitergehen. Wenn ich mich an Eintracht Frankfurt erinnere, ist alles besser geworden mit dem, ja. Lustenberger. Kalou. Sie haben den Ball, aber bekommen sie ihn auch. Okay. Versuchen wir mal direkt schnell zu machen. Allerdings, wir sehen uns. Rickig. Das ist nicht so gut, aber. Ja. Also muss der Einwurf da oder der Abwurf, das ist wahrscheinlich die bessere Methode, aber. Klasse Zuspiel. Oh, schade. Schade, schade. Hätte ich lieber flanken sollen in dem Moment, aber es war wieder eine richtig gute Kontermöglichkeit. Fängt diesen Ball ab. Naja, was macht ihr denn da? Die passen sich den Ball so kurz zu, aber das sollte ja gar nicht so sein. Da sollte ein langer Pass kommen. Aber vielleicht lag das auch an meiner kurzen Klickerei. Das ist natürlich immer. Nun Lecky. Schwache Aktion, Ballverlust. Der Ball kann auch immer ein bisschen härter geschossen werden. Da wäre jetzt Platz. Gutes Tackling hier. Und das war knapp, aber es war abseits. Nein. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau okay, richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Ach so. Ja, wundervoll. Ist auch selten hier alles sehr fair immer. Die erste gelbe Karte, die ich mitkriege hier. Und gut aufgepasst vom Verteidiger. Da kommt der Pass. Klasse! Und wir haben den Ding gehalten. Kein. Ja! Ja! Sie haben diese Partie jetzt da ist er noch drin! Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! Hier, guckt euch das an. Kruse, riesen Probleme da. Also, der hätte machen müssen, aber keins. Ich weiß nicht, der Verteidiger da viel zu langsam und keins denn. Das sah so geklärt aus. Das sah so geklärt aus. Und dann, ja, ärgerlich für die Hertha. Das Tor hätte man verändern können. Da muss man konsequent nochmal nachsetzen und den Ball nicht einfach nur zuschauen, wie er da rumliegt. So, wir haben übrigens ja auch schon wieder die 60. Spielminute. Das heißt für uns wieder. Und diesmal kommt kein Rashica für Kainz rein. Kainz wird ausgewechselt nach dem Tor. Und auch Bagfriede dieses Mal wieder mit dran und ja. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Na, jetzt lege ich ihn selber vor, den Ball. Und das gibt jetzt Abstoß. Das war wenig. Sie ziehen hier gleich alle Optionen. 3 Wechsel auf einmal. So, komm her, Kollege. Du kriegst den Ball wieder flach zugespielt. Wir wollen ja nicht. Unnötigerweise da zu viel. Und jetzt machen wir wieder alles schön durch die Mitte. Das ging doch vorhin schon mal so gut.
Osako. Eggestein. Jetzt der Schuss. Und jetzt die Chance. Oh. Das gibt einen Eckball. Ja, nochmal nachgesetzt. Dort heute hält das Ding fest. Aber man muss auch sagen, das hätte durchaus auch ein bisschen schlimmer ausgehen können, eventuell. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Den Ball spielt er raus. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Schälbrett. So, Hertha. Darida. Pekarik. Derek Lukassen. Jetzt ist die Kugel weg. Das muss schnell. Ah, so, schade. Kein Problem. Er schade, holt schade. Den Ball. Nein. Schälbrett. Der landet beim Keeper. Und den hat er sicher. So. Ja, toll. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Klasse Pass. Das sieht gut aus. Kruse. Ein unfassbares Tor. Jawohl. Da ist es. Den ein gutes, tolles Spiel. Diesmal effektiver als sonst. Das dritte Tor, die Entscheidung, so wie es aussieht. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Rickig. Und bei einem Spielstand von 3:0 noch dazu so kurz vor Spielende kann man schon mal den Blick vorauswagen, Buschi. Der kommende Gegner der Werderaner, er heißt VfB Stuttgart. Heute haben sie alles richtig gemacht, daran sollten sie beim nächsten Gegner einfach anknüpfen. Moisander. 3 Minuten sind es noch. Und das ist der Ballverlust. Da waren wir zu langsam, das Sprintduell total jetzt verloren. Jetzt wird's gefährlich. Plattenhardt. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Schäbre, er schießt. Mit dem Ball hat er gar keinen. So, machen wir schnell jetzt. Jawohl. So, das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Entscheidung 3:0 gegen Hertha Spannung gewonnen. Die Spannung hat ein bisschen gefehlt. Dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben ihn dominiert. Nie nachgelassen. Finde ich auch. Das war richtig gut. Und somit können wir ganz schön entspannt in das nächste Spiel gehen. Wir haben hier ein gutes Spiel absolviert. Der nächste Gegner gehört auch jetzt nicht zu den Mannschaften, vor denen wir uns fürchten müssen. VfB Stuttgart definitiv auch eine machbare Aufgabe. Wenn wir gegen Bayern, Leverkusen, BVB, also die Top-Teams dann mal kommen, dann wird es interessant werden. Und jetzt nach dem Spiel wollen wir natürlich noch erst unsere Spieler verbessern mal wieder und Flügelspieler nehmen wir mit. Was noch? Mittelfeldspieler Eggestein, der muss hier ein bisschen Grätsche, abfangen, gut. Na, 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 na. Er ist auch gar nicht so groß. 1,81 ist jetzt ja nicht so riesengroß. Dann Innenverteidiger Velkovic soll sich da auch noch verbessern. Und dann haben wir noch einen Außenverteidiger, den wir da. Dann nehmen wir Augustinsson, alles simulieren wir. Ja, und da hat ein bisschen was gebracht. So, lassen wir mal die Tage durchgehen. Wir haben es schon wieder soweit. Mannschaft, wie sieht es aus? Top erholt. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich wieder am nächsten Spieltag dann gegen den VfB Stuttgart. Wir sind Tabellenführer. Bayern folgt uns ganz, ganz dicht. Hat trotz des, hat schon 6 Spiele gespielt. Wird uns noch nicht überholen können. Und auch wenn wir verlieren, bleiben wir erstmal Erster. Das hört sich schon mal ganz, ganz entspannt an. Müsste aber natürlich auch verteidigt werden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao, ciao.